Lossprechen in Corona-Zeiten. Die Innungen Deutschlands sind wohl alle froh, dass sie ihre Auszubildenden erfolgreich durch die Prüfungen gebracht haben. Die eigentliche Lossprechungsfeier musste dieses Mal aber leider überall etwas weniger fröhlich ausfallen als gewohnt. Kontaktverbot heißt ja eigentlich auch fast schon Feierverbot. Die Innung Köln wollte ihren frisch gebackenen Gesellen trotzdem einen festlichen Rahmen bieten. Also hat man auf Abstand geehrt. Unter den drei Besten des Jahrgangs diesmal auch eine junge Frau. Julia Klose hat es trotz der männlichen Konkurrenz auf Platz 3 geschafft. Ja, ziemlich gut. Also man hat dann schon gemerkt, die Arbeit hat sich gelohnt und ich freue mich sehr. Ich habe mich schon auch vorher dafür viel hingesetzt und auch noch gelernt. Und ich bin halt wahnsinnig froh, dass ich dann auch die Kollegen auf der Baustelle hatte, die mich dann auch natürlich ein bisschen härter rangenommen haben, aber dementsprechend dann auch die Fähigkeiten dafür dann hatte und freue mich total, dass es alles gut funktioniert hat. Julia Klose absolviert ein duales Studium. Nach der Schule stand ihr Entschluss dazu sofort fest. Ich wollte eigentlich nach meinem Abitur ein duales Studium machen, um halt gleichzeitig zu lernen und auch schon Geld zu verdienen und zu studieren. Und im Endeffekt habe ich dann geguckt, viel im technischen Bereich ist ja dann möglich und bin dann zufällig auf das Dualstudium als Anlagenmechanikerin dann gestiegen und habe mich dann darauf beworben. Mein Chef hatte dann auch, fand die Idee ganz gut und dementsprechend habe ich das dann so gemacht. Ich habe die praktische Erfahrung und die theoretische Erfahrung und ich finde es halt schon ganz gut, wenn man dann wirklich später im Büro sitzen sollte und dann auch Ahnung von dem hat, was man dann da plant. Und der Job des Anlagenmechanikers hat Julia Kloses Erwartungen dann auch erfüllt. Einiges daran gefällt ihr besonders. Dass es wahnsinnig vielseitig ist. Also das Feld als Anlagenmechaniker ist riesig groß und man kann sich wirklich in allen Bereichen irgendwie weiterbilden. Und dass es halt nicht eintönig wird und man halt auch jeden Tag vor andere Aufgaben gestellt wird, finde ich wahnsinnig toll und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Julias Engagement gefällt natürlich auch ihrem Chef Bastian Winter. Sein Betrieb bildet überwiegend klassisch aus. In einem dualen Studium sieht der Unternehmer aber auch Vorteile. Das ist relativ einfach zu erklären. Ich habe mit 15 entschieden, dass ich auch bei meinem Vater in die Firma einsteigen möchte. Habe seitdem ich 15 bin in meinem Unternehmen mitgearbeitet, alle Ferien durch. Und da das für mich der schnellste Weg war, hinterher den Betrieb übernehmen zu können, ein Studium durchzuführen, habe ich dann Versorgungstechnik studiert und habe halt immer auch in Semesterferien parallel gearbeitet. Und was ich immer vermisst habe bei uns im Berufszweig, ist halt die Kombination aus praktischer Erfahrung und Theorie. Und mit dem Einführen des dualen Studiums war es halt genau das, was ich vom Prinzip her mir selbst quasi dann irgendwo auferlegt hatte in Form von dualen Studium, was jetzt als offizieller Ausbildungsweg jetzt da ist. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass das für unseren Betrieb eigentlich das Richtige ist, weil der Weitblick, den man im Studium bekommt, gerade wenn man Leute für den Innendienst heranzüchten möchte, doch nochmal ein etwas größerer ist, was das generelle Wissen angeht und das Grundverständnis von Physik, Chemie, so die ganzen Grundlagen werden dann nochmal mehr gefestigt, wobei es ja, sage ich mal, wenn man jetzt eine normale Ausbildung zum Anlagenmechaniker macht und danach den Meister macht, die Theorie, die am Boden quasi ist, die Basis bildet, die wird nicht so in der Tiefe durchgenommen wie im Studium. Und da merkt man halt manchmal schon einen Unterschied. Drei duale Studenten hat der Betrieb von Bastian Winter, zwei triale. Die verbringen natürlich weniger Zeit auf der Baustelle als die klassischen Auszubildenden. Perspektivisch nutzen die Studenten den Betrieb aber auch. Wir sind im Bereich MSE auch stark tätig und da hoffen wir uns halt auch Leute mit ranzuziehen, die dann dort auch programmiertechnisch gut unterwegs sind. In dem dualen Studium lernt man auch automatisch den Bereich Elektrotechnik mit und so sind wir eigentlich der Hoffnung, dass wir in dem Bereich dann auch mehr Personal aufbauen können. Stichwort mehr Personal, das hat die Lossprechungsfeier in Köln in jedem Fall hervorgebracht. Statt einer ausgelassenen Feier gab es zur Erinnerung an das Ende der Ausbildung für den Nachwuchs noch ein professionelles Fotoshooting. Den Tag trotz Corona feierlich zu begehen, war der Innung wichtig. Ich glaube, wir haben natürlich eine klasse Innung, ne? Dementsprechend klasse Ausbilder, die Mitarbeiter, die Betriebe, die auch mitziehen, auch in der Corona-Zeit, da darf man auch nicht vergessen. Ne? Und von daher ist das schon alles in allem, auch die Auszubildenden, dass trotzdem so viele gekommen sind, auch trotz Corona, trotz dieser ausgefallenen Party, das ist schon eine klasse Geschichte. Auch Julia wird diesen Tag wohl in guter Erinnerung behalten. Jetzt geht's für sie Richtung Zukunft. Erstmal jetzt mein Studium zu beenden und dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt und ich bin da eigentlich relativ offen. Also welches Feld ich mir da jetzt aussuche, das weiß ich noch nicht so ganz.
Aber ihr Chef hat Julia erstmal übernommen. Glückwunsch dazu und auch allen anderen Azubis, die trotz Corona ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Das war's für heute von uns. Morgen wartet ihr wie gewohnt Ihr SAK TV Markt auf Sie. Ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.